Huhu, Leute, ich bin Flascha, willkommen zu Let's Play Bioshock. Wir haben im letzten Moment gesehen, wie Julie Langford leider gestorben ist, bevor sie den Lazarus-Vektor herstellen konnte, der hier die Bäume wieder zum Leben erwecken soll. Das heißt, unsere Aufgabe ist es jetzt selber, dieses Mittel herzustellen. Und... was? Na egal. Aber bevor wir... das machen, will ich euch noch sagen, was überhaupt der Lazarus-Vektor ist, beziehungsweise was Lazarus heißt. Ich habe es ja im letzten Video angekündigt, dass ich wissen will, beziehungsweise herausfinden werde, für was Lazarus steht, da mir der Name irgendwie bekannt wurde und mir wurde auch von einigen Leuten wurden mir Tipps gegeben. Ich habe es dann aber einfach auf Wikipedia nachgelesen und zwar ist Lazarus der Name eines Heiligen aus der Bibel, der heilige Lazarus. Und dieser heilige Lazarus ist durch eine schlimme, tödliche Krankheit gestorben und Jesus hat ihn wieder auferweckt. Also da kommt der Name her und es sind auch jetzt in der echten Welt mehrere Sachen nach diesem Lazarus benannt, zum Beispiel der Lazarus-Effekt, der zum Beispiel besagt, dass, oder beziehungsweise den Namen hat, wenn zum Beispiel eine für ausgestorben geglaubte Tierrasse auf einmal dann doch wieder da ist. Also sozusagen von den Toten wieder da ist, oder auch das Lazarus-Phänomen, wenn ein für tot geglaubter Mensch auf einmal wieder lebt, was schon ein paar Mal vorgekommen ist wohl. Und ihr seht halt, immer wenn irgendwas was mit Lazarus heißt, heißt das immer sowas wie von den Toten wieder auferstanden zu sein. Und darum finde ich auch den Namen hier Lazarus-Vektor sehr passend, da diese Bäume durch das Gift ja hier abgestorben und abgetötet worden sind. Und mit diesem Gift wollen wir ja die Bäume wieder zum Leben erwecken. Und darum ist der Name Lazarus-Vektor sehr passend, wie ich finde. Aber naja, wir müssen jetzt erstmal, denke ich, ins nächste Level. Wir haben ja auch im letzten Video den Schlüssel für das nächste Level gefunden. Und... oh, da kann ich jemanden anzünden. Sehr gut. Aha. Die kann ich einfach erschießen. Komm her. Was macht die denn? Naja, egal. So. Hier haben wir direkt zwei Leute gekillt. Ach ne, hier lebt noch irgendwas. Ha, die ist aber ins Feuer gelaufen. Die stirbt jetzt hier auch. Sehr gut. Ich habe die sozusagen zweimal angezündet damit. Ja, wir müssen jetzt, denke ich, ins nächste Level, um da diese... oh, scheiße. Stimmt, das habe ich vergessen. Diese Turrets, die hier stehen. Um da die ganze Sache einzusammeln, die wir brauchen, um den Lazarus-Vektor herzustellen. Nochmal zur Erinnerung, das waren einmal Bienenenzyme und einmal destilliertes Wasser. Das Chlorophyll, was wir brauchen, haben wir bereits, soweit ich weiß. So, wir müssen jetzt hier zurück und wie ich bereits schon im letzten Video erahnt habe, sind hier jetzt die Turrets tatsächlich böse. Darum hatte ich mir jetzt hier schon extra diese Dinger hingelegt, um jetzt drauf zu schießen. Allerdings habe ich aus sicherer Quelle erfahren, ein Tipp, dass es besser ist, diese Turrets hier zu hacken, da wir hier früher oder später nochmal hin müssen, um uns den Rückweg dann zu erleichtern, falls hier Gegner sind, sollten wir die Turrets lieber hacken. Und darum war es eigentlich auch schon ein Fehler, diese Kamera hierhin kaputt zu machen. Und für solche Tipps bin ich natürlich dankbar, solange sie nicht zu viel spoilern, aber der Tipp hier einfach die Turrets leben zu lassen ist natürlich sehr gut. Darum werde ich das jetzt auch machen und werde jetzt hier erstmal das Ding fotografieren und dann hacken. So. Damit die dann nämlich, falls wir hier nochmal hinkommen, auf unserer Seite sind. So. Mal gucken, wo wir lang gehen. Ich würde sagen, jetzt nach oben. So. Und jetzt noch waagerecht. Eins noch und dann sind wir gleich da. Dann ist nämlich das erste Turret schon mal auf unserer Seite. Sehr gut. Hier haben wir nochmal panzerbrechende Munition. Was? Oh, hier ist irgendwo ein Houdini-Splicer. Ich habe ihn gehört. Der ist hier irgendwo. Oh ja, hier ist er. Den haben wir schön im Wasser gestunt. Beziehungsweise geschockt. Allerdings war er nicht wirklich gestunt. Also jetzt mittlerweile sind wir an einem Punkt in diesem Spiel angekommen, in dem man mit dem Blitzen, zumindest mit Electro Bolt 1, die Gegner nicht mehr so richtig schön blitzen und lähmen kann. Man kann sie im Prinzip bringt's nur noch, wenn man sie im Wasser schockt. Jetzt werde ich den hier aber auch mal fotografieren, den großen Daddy hier. Um hier den Forschungsfortschritt zu kriegen. Und wir kriegen jetzt Photographer's Eye 2. Jeder hat eine geheime Schwäche, aber mit Photographer's Eye 2 bleiben sie nicht länger geheim. Ach so, cool. Jetzt haben wir sogar schon von diesem Photographer's Eye, haben wir jetzt sogar schon den zweiten. Davon hatten wir ja im letzten Video erst den ersten bekommen. Jetzt haben wir schon den zweiten. Allerdings brauche ich hier noch einen Slot, den ich mir auch dann bald holen werde. Jetzt haben wir da hinten noch eine... noch
noch ein Turret, was ich jetzt auch hacken werde. Aber erstmal fotografieren. So. Für noch mehr Fortschritt und dann hacken. Dann ist das nämlich auch schon mal auf unserer Seite. Sieht genauso aus wie das gerade auch. Darum machen wir auch genauso weiter wie gerade. Oh, jetzt muss ich hier noch nicht mehr irgendwas machen und es läuft schon ziemlich weit. Sehr gut. So. Und noch ein waagerechtes. So, sehr gut. Dann hätten wir das auch schon mal gehackt, dann ist es auf unserer Seite. So. Mir wurden noch ein paar andere Tipps gegeben, allerdings muss ich das jetzt erstmal noch nicht machen. Zum Beispiel ein anderer Tipp war, diese ganzen Gasflaschen hier schon mal nehmen und nach hier oben bringen. Außerdem musste ich hier noch irgendwo, ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo noch eine Kontaktmine hinschießen, aber das werde ich dann nochmal nachlesen, wenn es soweit ist. Jetzt sind erstmal die Turrets auf meiner Seite. Ich könnte mich hier eigentlich mal aufladen, so, für ein bisschen Geld. Wozu habe ich das Ganze denn? Und jetzt geht's, würde ich sagen, ins nächste Level. Und wir müssen jetzt halt zum Farmers Market, glaube ich, hieß das Level. Arcadia ist riesig, aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. Genau. Wie ich gesagt habe, Farmers Market, da wollen wir jetzt diese Bienenenzyme und das destillierte Wasser finden. Darum gehen wir da jetzt auch hin. So, den Weg kenne ich ja. Hier höre ich schon wieder irgendeinen Gegner. Warte mal, hier... Achso, Akademelo. Hier wird bereits ein Splicer von meinem Raketenwerfer-Turret angeschossen. Jetzt ist er kaputt, sehr gut. Hier, das untersuchen wir nochmal alles. Finden hier noch ein bisschen Leim und Kaffee. Und sind jetzt auch schon wieder kohletechnisch voll. Ziemlich geil. Zum Glück hatte ich da damals dieses Turret gekillt. Das hat jetzt schon so viele Splicer gekillt, dieses Turret hier. Also, falls ihr selber mal Bioshock spielt, auf jeden Fall dieses Raketenwerfer-Turret hacken. Das ist so gut. Das hat mir jetzt schon so viel weitergeholfen. Naja, so, jetzt müssen wir, glaube ich, links... Oh, warte mal, hier ist eine... Ach nee, das ist nur eine Genbank und kein Gatherer's Garden. Okay, dann müssen wir erstmal weiter. Sind jetzt hier wieder auf dieser Plantage. Hier haben wir zum Glück auch schon alle Gegner getötet. Ich höre hier aber schon wieder Gegner, aber die sind, glaube ich, außerhalb dieser Plantage. Oder? Ja. Na egal, wir gehen jetzt mal hier ins nächste Level. Hier ist zum Glück immer noch alles tot. Ziemlich cool, dass ich hier am Anfang lang gegangen bin. Einfach hier noch was drin. Zwei Verbandskästen brauchen wir aber nicht. Merken wir uns aber, wir hören uns jetzt... Der Parasit hat ein Auge auf Rapture. Na, wir hören uns das hier an, den Mutterinstinkt. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Okay. Ich spreche von Mutterinstinkt. Ja, jetzt haben wir was von der Tänienbaum gehört, dass diese kleinen Kinder, diese Little Sisters, halt Muttergefühle in ihr wecken und sie darum, was glaube ich, ein kleines bisschen traurig ist, dass sie die Kinder so verunstaltet hat, aber gleichzeitig sie auch als ihre Schützlinge sieht und darum natürlich nicht will, dass ihnen irgendeiner was antut. Darum hat sie sie ja auch, als wir das erste Mal eine Little Sister getroffen haben, hat sie sie ja verteidigt, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, sie hat so ganz Bleiser erschossen, um die kleine Little Sister zu retten und hat uns ja auch angefleht, dass wir die Little Sisters verschonen, was wir hier natürlich in diesem Playthrough nicht machen. Darum wird die Tannenbaum wahrscheinlich relativ sauer auf uns sein, aber egal, scheiß drauf. Und eine zweite Sache, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, ihr seht, wenn ihr mal ganz genau guckt, habe ich ein kleines bisschen Lebenspunkte verloren. Und jetzt weiß ich auch, warum ich hier immer so einen Husten höre, weil wir laufen hier die ganze Zeit in diesem gasverseuchten Arcadia rum und das scheint uns mit der Zeit Lebenspunkte abzuziehen. Zwar wirklich ganz, ganz wenig, sodass das kaum merkbar ist und auch nur ganz selten, aber wenn wir mal hier lange genug sind und dann so anfangen zu husten, dann verlieren wir ein ganz kleines bisschen Lebenspunkte. Das wusste ich noch... Wo? Wusste ich noch nicht. Okay, wir haben hier gerade jetzt ein Haus gesehen, mehrere Fotos von einem Haus und ein Schrei. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, könnte aber eine Erinnerung sein. Ist aber auch egal. Wir gehen hier zum Markt. Ich werde den Ladebildschirm wieder überspringen und wir sehen uns gleich im Markt wieder. So, das Shot öffnet sich und dann werden wir auch im Markt sein. Nämlich jetzt. Sehr gut. Wir gehen direkt raus.
und gucken mal, ob wir hier schon irgendwelche interessanten Sachen finden. Auf jeden Fall schon mal eine Leiche. Hier haben wir auch schon die erste Enzymprobe. Das heißt, wir haben jetzt schon eine von 7 Enzymen gefunden. Haben hier auch eine Vita-Chamber zum Wiederbeleben, falls wir sterben. Und haben eine Rohrposten mit nichts drin und ein weiteres Tagebuch. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Okay, jetzt haben wir einen komplett neuen, eine komplett neue Person kennengelernt. Tasha Denu heißt sie. Und sie scheint hier die Imkerin in Arcadia zu sein und hat hier einen eigenen Imkerladen. Trifft sich natürlich gut, dass wir hier in einer, wenn man mal so überlegt, in einer Stadt, die mehrere tausend Meter unter dem Wasser ist. Ja, und man braucht zufällig für ein ganz geheimes Plasmid oder ein ganz geheimes Gift, wo man Bäume zum Leben erwecken kann, braucht man zufällig Bienenenzym. Und wie es der Zufall will, gibt es hier in Arcadia mal 1000 Meter unter dem Meer noch eine Imkerin, die hier eine eigene Bienenschule hat. Klasse! Trifft sich natürlich gut, wir gucken uns das Level mal an. Oh, ganz schön groß. Naja, es geht eigentlich. So groß ist es nicht, aber auch nicht ultra klein. Das heißt, wir werden hier schon einige Zeit lang verbringen, denke ich mal. Aber egal, wir gehen mal weiter. Hier können wir wieder etwas die schöne Unterwasserstadt genießen. Das sieht wirklich mega geil aus. Ich glaube, ich würde auch mal so für ein paar Monate in so einer Unterwasserstadt leben wollen. Schon irgendwie geil. Naja, wir gehen weiter. Und sind jetzt hier offiziell im Farmers Market. Treffen hier einige, oder sogar einen Houdini-Splicer, den wir direkt mal fotografieren. Der scheint auch gegen irgendwas zu kämpfen, egal was es ist. Wir schießen mal mit drauf. Oh, das ist ein Raketenwerfer-Turret, das ist sehr gut. Das Raketenwerfer-Turret hat da, glaube ich, auch irgendwas gekillt. Hier haben wir jetzt noch einen Fackel-Splicer. Komm her. Los, du Arsch. Oder voll daneben geballert. Aua, ich bin noch doof, ey. Ja, egal, hat ihn zum Glück kaum Lebenspunkte gekostet. Und wir werden jetzt mal hier dieses Raketenwerfer-Turret hacken, damit das auf unserer Seite ist. Denn das war ja bisher immer eine sehr gute Idee, diese Turrets auf die eigene Seite zu holen. So, Geschütz. Haben leider nicht ganz den Bonus gekriegt. Aber egal. Oh, jetzt müssen wir nach oben weiterbauen, so wie es aussieht, weil uns sonst diese Platten, diese Alarmplatten im Weg sind. Darum will ich ja eigentlich noch dieses eine Plasmid haben. Oder habe ich das schon drin? Dieses eine, was diese Platten wegmacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Gucken wir nochmal, falls wir nochmal eine Genbank finden. Oh scheiße, uns fehlt ein Wagen. Ah ne, hier ist noch ein Wagen. Das hätte ich fast übersehen. Das hätte ich jetzt ein Problem gehabt. Das hätte ich ein bisschen um die Kurve bauen müssen. Aber egal, das Geschütz ist jetzt auf unserer Seite. Hier hätten wir noch Splittergranaten, die wir nicht brauchen. Noch irgendwas hier hinter? Nee. Hier noch eine Eve-Spritze. Die werden wir dann auch direkt mal benutzen. Na, wenn wir sowas schon finden, dann benutzen wir es auch. So, Shotgun ist nachgeladen. Ich habe hier alles gelootet. Ich höre hier aber auch auf jeden Fall irgendwo eine Kamera, die wir auf jeden Fall da oben ist, die wir erstmal fotografieren müssen. So. Und dann... Oh, war hier noch was? Oh, scheiße, ist auch noch ein Turret. Alter Schwede, was hier alles ist. Okay, gut, dann machen wir hier mal eben... Nein, das wollte ich nicht. Hier panzerbrechende Munition rein und killen das... Killen die Kamera hier oben. So, die ist schon mal weg. Die haben nicht mehr so viel panzerbrechende Munition. Aber egal, und jetzt werden wir uns mal eben hier um das Turret kümmern. So. Auch wenn uns das gerade ein bisschen anschießt, haben wir jetzt wenigstens den Forschungsfortschritt. Das Hacken von Geschützen ist automatisch erfolgreich. Ey, geil, das ist ja cool. Na, dann machen wir das doch direkt mal und hacken das hier, wenn wir jetzt schon diese geile Scheiße haben. Zack, hacken! Ah, geil, ist das geil! Hätte ich das gewusst, hätte ich mich dann noch vorher drum gekümmert, dass ich das kriege. Ist ja mega cool, jetzt müssen wir das nicht mehr hacken. Also alle Leute, die sich aufgeregt haben, dass das Hacken in meinen Videos zu lange dauert und nervt, und ich soll das lieber sein lassen oder rausschneiden, jetzt können wir sogar ganz schnell die Turrets zumindest hacken. Sehr cool. So, jetzt hier noch alles untersuchen.
Hier finden wir nämlich Kartoffelchips, außerdem Salami, die wir leider nicht essen können. Obwohl Salami total toll ist. So. Ich sehe schon, der Farmers Market hier ist scheiße groß mal wieder. Und es gibt viel zu erforschen und dadurch aber, dass hier so viel rumliegt, gibt es auch viel zu übersehen. Darum werde ich jetzt hier alles doppelt und dreifach überprüfen müssen. Aber hier haben wir jetzt erstmal alles. Allerdings will ich hier nochmal gucken, denn hier scheint es hoch zu gehen. Hier. Das hier scheint nämlich fast wie so eine Art Geheimgang zu sein. Das mache ich auch einfach. Na. Ja, wo führt nämlich das hin? Ach, dahin. Cool. Ja, es ist echt so eine Art Geheimgang. Ach, ficken. Es ist echt so eine Art Geheimgang. Da liegt... Ach so, ein Verbandskasten. Okay, brauchen wir aber nicht. Das ist echt so eine Art Geheimgang. Und gehen wir auch direkt mal hin und gucken, was da ist. Das Gute ist, unser Turret wird jetzt hier die Slicer einfach zerballern. Oh, cool. Zwei Autohacker. Allerdings haben wir die Autohacker voll und drei Kontakten. Das ist cool. Wo ist denn jetzt die Schlampe hin? Ach, die wurde sogar schon zerballert. Cool. Trifft sich alles sehr gut. Hier haben wir noch ein Safe. Der ist aber... Boah, guckt euch mal an, wie schwer der zu hacken. Ich glaube, das haben wir noch nie gesehen, dass etwas so schwer zu hacken war. Darum werden wir hier auch direkt mal einen Autohacker benutzen. Und das Gute ist... Oh, cool. Stickstoffgranaten und Splittergranaten haben wir allerdings voll. Und jetzt kann ich nämlich direkt den Autohacker besorgen. Nämlich einen neuen holen, denn hier oben sind ja noch zwei drin. Trifft sich also sehr gut, dass da so ein total schwer zu hackbarer Safe war und hier oben Autohacker sind. Allerdings würde ich rein interessenhalber echt gerne mal wissen, wie schwer das zu hacken ist, wenn hier echt der Safe so schwer zu hacken ist. Also ob das dann ganz schnell fließt oder ob da... Na, mich würde das schon mal interessieren. Allerdings ist mir das zu heiß und ich habe dann doch lieber den Autohacker benutzt. So, wo gehen wir jetzt überhaupt lang? Also wir können entweder hier lang oder da hinten bei dem Raketenwerfer-Turret die Treppe. Warte mal, hä, da standen da Automaten? Das würde ich jetzt nochmal eben gucken. Achso, da unten stehen Automaten. Okay, ich glaube, ich gehe hier einfach mal runter. Was haben wir denn hier? Eve-Link 2. Okay. Egal, wir werden hier erstmal alles einsammeln. Ne, das wollte ich eigentlich noch nicht. Haben wir noch einen Pep-Riegel, ein U-Invent. Und dann können wir hier auch das Lazarus-Ding... So, hier können wir auch den Lazarus-Vektor herstellen. Machen wir aber noch nicht. Oh, scheiße. Mal gucken, vielleicht kann ich die in meinen Raketenwerfer-Turret locken. Die alte. Komm, Raketenwerfer-Turret. Schießt irgendwie nicht. Ah doch. Hat's gekillt, sehr gut. Wo ist jetzt die andere alte? Die auf mich geschossen hat. Ist auch eigentlich scheißegal. Ah doch, jetzt kommt sie. Haha, jetzt wird mein Raketenwerfer-Turret sie erledigen. Zack. Und ist sie schon tot? Jo, sie ist tot. Sie wurde erledigt vom Raketenwerfer-Turret. Das trifft sich gut. Und ich sehe hier gerade noch eine Aufzeichnung. Irgendwie bin ich da gerade vorbeigelaufen. Das hören wir uns direkt mal an. Die Kinder mit ihren langen Nadeln, ihren stimmlosen Liedern, ihren entsetzlichen Pflichten, ihren schauderhaften, frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und Erschaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Okay. Andrew Ryan hat jetzt hier über die Little Sisters geredet, dass er die wirklich eklig und entartet findet, aber er halt zugibt, dass er selbst dann dafür verantwortlich ist, dass es diese Little Sisters gibt, und er wird auch weiterhin dran festhalten, auch wenn er sie irgendwie abstoßend findet, diese Mädchen. Naja, egal, wir gucken uns jetzt noch das hier an, Eve-Link 2. Steigen Sie das Eve mit dem Verbandskasten, nehmen Sie bla bla bla. Davon haben wir nämlich schon Eve-Link 1, das werden wir jetzt ersetzen durch Eve-Link 2, sehr gut. Und dann werden wir im nächsten Video weitergehen, aber ich glaube nicht unten. Wir werden erstmal oben alles erforschen, bevor wir runtergehen. Das heißt, ab morgen geht es dann hier entweder durch diese Tür oder durch diese Tür weiter im Farmers Market, beziehungsweise durch diese hier werde ich, glaube ich, gehen. Oh, tut mir leid. Das machen wir dann aber ab morgen. Sieht hier auf jeden Fall sehr lustig aus und auch gar nicht so schwer, finde ich, bisher hier im Farmers Market. Ich hoffe, wir werden dann noch irgendwann mal die Bienenenzyme finden, was ich jetzt ziemlich komisch finde. Wir sind jetzt hier schon, haben wir heute schon relativ viel umgebracht und erforscht, und wir haben noch, außer dass am Anfang kein anderes Bienenenzym und auch noch vor allem kein anderes destilliertes Wasser gefunden.
Aber das werden wir, denke ich, schon noch rechtzeitig machen. Ich verabschiede mich jetzt hier erstmal und wir sehen uns dann übermorgen wieder mit Let's Play Bioshock. Ciao, Leute.